Ahoi, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gimriff Ben. Und ja, willkommen zu Let's Play Ambulance Unfair War on Gaza. Ja, der Entwickler hat mich angeschrieben, ob ich dazu ein Video machen kann. Ich habe gesagt, ich kann und da ist es auch schon. Und ja, ich habe das schon mal vorhin ein bisschen angespielt, ein bisschen probiert, wie das so funktioniert alles. Und ich bin ehrlich verdammt schlecht da drin, ne? Und um euch zu zeigen, wie schlecht ich bin, kommt jetzt dieses Video nämlich. Ja, generell fahren wir hier mit dem Krankenwagen auf den Gazastreifen so gesehen umher, kann man sagen. Es wird alles bombardiert. Wir haben hinten drin eine verwundete Frau, die wir versuchen zum Krankenhaus zu bringen. Und die Straßen sehen auch nicht gerade schön aus. Ja, falls ihr davon schon mal gehört habt, unsere Gazastreifen, möchte ich jetzt nicht direkt darauf eingehen, aber kennt ihr den ja bestimmt schon. So, jetzt geht's aber direkt um das Spiel. Ja, ich habe bis jetzt noch nichts geschafft davon, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen gehen wir mal auf Level 1 und mal schauen. Spielt sich bestimmt mit Kommen. Bis anders, denke ich mal. Wieder. So, Mission. Wir müssen diese junge Dame hier, Alter 30, ins Krankenhaus bringen, weil sie sehr verletzt ist. Ich glaube, das sind da alle auf der Straße, wie es da aussieht. Und ich versuche das mal zu irgendwie zu deichseln, aber ich glaube, das wird nichts. Auf geht die wilde Fahrt. Oben Lebensanzeige und die Distanz bis zum Krankenhaus. Und wie ihr schon mal sehen könnt, hier auf der Straße, das sieht nicht alles so wirklich rosig aus hier. Den hat er weggekickt. Hey. Was fährt denn? Also, blinken, Junge, blinken! Oben rechts können wir nochmal sehen, in der Ecke da, wie wir gerade die junge Frau behandeln. Auf jeden Fall ziemlich gut gemacht schon mal. Und jetzt driften wir einfach mal so lang hier. Wie, falsche Richtung. Und wie gesagt, hier die Straßen sehen auch nicht gerade besonders schön aus. Liegen überall Menschen, ne? Menschen trauern. Also. Ja, so hoffe ich. Ich war noch nie auf dem Gazastreifen, aber ich hoffe mal, es sieht da nicht so dramatisch aus. Aber ich habe davon schon gehört, auf jeden Fall. Oh! Warum bin ich denn abgekommen? Ich brauchte bloß geradeaus fahren. Ich sag euch das, ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Lebensanzeige schon wieder bei 80. Klar, hier fliegen die Düsenjets umher. Hier alles voller Blut. Also, sie haben ein ernstes Thema. Ziemlich gut verpackt in ein Spiel auf jeden Fall. Weil so in ungefähr, denke ich mal, sieht es da auch in Wirklichkeit aus. Lebensanzeige 37. Ich weiß nicht. Wir haben noch 1,5 Kilometer vor uns. Oh, 24 bloß noch. Das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. So wie ich umherschlenker hier vor allen Dingen. Sieht ja sowieso nicht gut aus. Ah! Ich hätte eigentlich abbiegen müssen. Nein! Wo ist das Krankenhaus hier? Hallo! Kann er mal einen Krankenwagen rufen? Ne? Nein! War nur so ein paar Meter! Vor allen Dingen, er ist voll traurig und sie sieht irgendwie nicht im Gesicht, meine ich jetzt, nicht so deprimiert aus. Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Da hätte man die Mimik ein bisschen anpassen können. Aber wir haben 771 Meter noch vor uns gehabt. Wenn Level 1 nicht funktioniert, probieren wir es mal mit Level 2 einfach. Level 4 müsste man erst freischalten, aber ja. Wir haben ja den kleinen Jungen von der Schule, Boy School, Alter 12, Mohammed Abu Taha. Und mal kurz gucken einmal. Doch, nochmal ein herrlicher Tag hier. Oh, ich pack das nicht. Nein! Oh, natürlich!
Ich glaube aber nicht, dass ich da so eine Straßen habe. Alter, hier im Todestunnel. Ah! Ich kann nicht, komm nicht mehr gerade. So, jetzt. Wo soll ich lang? Wo soll ich lang? Ah! Oh, ja klar. Oh. Oh je. Das ist nicht so gewollt. Aber ja, ein ernstes Thema, sehr gut verpackt. Ich mag das gar nicht hören, eigentlich. Da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Also das Spiel ist auch komplett kostenlos. Kann man gerne downloaden. Und in der Videobeschreibung ist auch der Link drin. Und ich pack das hier einfach nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu schlecht dafür. Was sind denn das für Straßen überhaupt? Können wir auch nicht machen? Das macht mich irgendwie traurig. Nicht, dass ich verliere. Oh, da kommen so viele Autos von vorne. Keiner weiß, wie er fahren soll. Warum? Was wollt ihr denn? Ja, geh doch mal weg, ja. Also, ich raste aus. Ah! Ich hab eine Idee. Ich pack das nicht. So. Ob ich das jetzt gebacken kriege hier oder nicht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Jo, bremsen. Wir müssen über den Park rüber. Über den Park. Alter. Aber ich kann ehrlich nicht fahren, muss ich zugeben. Und nein, der kleine Moment, nein. Ja, jetzt ist schon vorbei. Es sind auch weite Wege bis zum Krankenhaus. Das ist ja grauenhaft. Level 3 gucken wir uns auch auf jeden Fall nochmal an. Und ich muss sagen, ja, ich bin schlecht. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Bin schon deprimiert, aber 721 Kilometer noch. Ich nähere mich so langsam, komme ich da dran. Aber ja, Spiel macht so schon leicht nachdenklich auf jeden Fall. Wenn man schon die ganzen Geräusche im Hintergrund hört von den traurigen Menschen, Passanten, wie auch immer, wie es da aussieht. Ja, ziemlich düster. Was haben wir denn hier? Mohammed Talal Hamdan. Ja. Gaza University. Ich bin gespannt. Ach so, hier die Universität. Da gab es wohl einen Anschlag. Ach du meine Güte. Da will man noch was lernen, ne? Und dann sowas. Der Schulbus, alles weggesprengt hier. Nee. Ich habe einen Boost hier drin. Ja, bremsen kann ich. Bremsen ist schon mal Space-Taste. Ich habe gelernt heute. Wow! Hilfe! Ach nö, was ist das denn? Soll ich hier im See reinfahren? Also ich glaube nicht, dass ich das da auch wirklich mache. Bin mir so halbwegs sicher. Liegen überall Menschen, ne? Fahren kann ich auch nicht. Und ich habe noch 2 Kilometer vor mir und er ist schon bei 80%. Eigentlich müsste ich hier hoch. Los, gib Gummi. Ist ja fast wie Alarm für Cobra 11 hier. Alter, ich fahre auch überall gegen. Diese Steine, die haben meine magische Anziehungskraft. Oh, wo fahren wir denn lang hier? Was ist... Ja, also, was? Also, das ist doch wohl nicht wahr hier heute.
Die kann man einfach wegschieben. Auch gut. So. Müssen ja da lang. Vielleicht hier lang. Da. Hier lang. Ich versuche ja schon nicht so oft irgendwo gegenzufahren, aber es funktioniert einfach nicht. Oh, natürlich! Jawoll! Backflöbe! Ich habe einen Führerschein, also das müsst ihr nicht denken, ne? Das schon seit, wie alt bin ich? Schon seit 8 Jahren habe ich einen Führerschein, aber ich krieg das nicht gebacken einfach. Es ist unfassbar. Naja. Ah, tut mir leid. Ich krieg das nicht hin. Das ist traurig. Ich darf das nicht. Das ist nicht schlimm. So, aber wenn ich es nicht schaffe, vielleicht schafft ihr es ja. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung mit drin. Könnt ihr euch gerne downloaden. Ist, wie gesagt, kostenlos das Ganze. Ja, noch was zu sagen. Ja, ich finde es ziemlich gut, das Spiel. Es macht, schwer. Für mich schwer, für euch vielleicht nicht. Sonst, ne, aber soweit, es sieht gut aus. Macht Spaß, kostenlos. Ja, macht auf jeden Fall nachdenklich. Mir würde irgendwas Kluges jetzt noch einfallen, wenn ich vorbereitet bin. Aber es ist ja alles wieder soweit, ziemlich spontan hier. Weil ich gerade die E-Mail nämlich gelesen habe von Hammer Games. Ob ich mir mal ein Video machen kann, ja. Aber ja, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Ich hoffe, es kommt irgendwann nicht mal bei uns so weit, dass das so aussieht wie da in dem Spiel. Weil vielleicht ist die Apokalypse ja so weit wie YouTube ja langsam untergeht, so gesehen. Schon näher, als wir alle dachten. Passt auf eure Mitmenschen auf. Wenn euch das gefällt, das Video, Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button, raufklatschen, dashen, smashen, da ist ein Abonnier-Button. Video liken, kommentieren. Bleibt immer schön flauschig und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben und bis dahin natürlich immer schön weiter zocken. Also, haut's rein!